Liebe Zuschauer, was das Autohaus Preuß im Vorfeld der Hanseschau so alles bewältigen muss, das haben wir schon gesehen. Aber was machen die Stadtwerke auf der Hanseschau? Die sind ja auch traditionell mit dabei und auch bei uns Werbepartner. Und deswegen ist jetzt bei mir Silvia Bartsch von den Stadtwerken Wismar hier im Kundencenter der Stadtwerke in der Ladestraße. Hallo Frau Bartsch. Ja, Herr Wohllieb, hallo. Ja, am 8. März geht's los und natürlich sind die Stadtwerke auch wieder vertreten auf der Hanseschau hier in Wismar. Genau. Mit einem Stand, wo findet man sie? In Halle 2 und genau mit der Standnummer 203. Also die Örtlichkeit ist bekannt, weil wir doch auch ein Stammgast sind auf der Hanseschau, was uns wichtig ist, für unsere Kunden und auch Interessenten unseres Hauses vor Ort zu sein. Genau, und ein kleiner Service, den die Stadtwerke jedes Jahr anbieten, ist, dass man sich irgendwie stärken kann am Stand der Hanseschau, ja. Am Stand der Stadtwerke. Und dafür haben wir diesmal hübsche Super-Willi-Becher, denn es gibt wieder was zu trinken. Und der füllt sich auch, der Becher, mit einem Energiecocktail. Die Zusammensetzung verraten wir hier noch nicht, aber es stärkt auf alle Fälle für einen Messebesuch. Genau, und es ist auch noch für einen guten Zweck. 50 Cent kostet so ein Becher, das ist eigentlich schon als Sammlerstück ganz gut, voll ist er dann auch. Und diese 50 Cent, also die Summe dieser 50 Cent, die geht dann an einen guten Zweck. Ja, und zwar geht es an die Sportstiftung unserer Stadt. Da kann man also gleich was Gutes tun, aber man kann sich natürlich bei den Stadtwerken an ihrem Stand auch erstmal informieren und zwar natürlich über ihre Produkte. Richtig. Wir beraten zunächst natürlich zu unseren energievollen Produkten, Strom, Erdgas, Wasser, Wärme. Was haben wir dort alles, diesen bunten Blumenstrauß? Und dann haben wir natürlich auch unser Herz bei der Stadt und beraten nochmal zu unserem Förderherzprogramm, was in diesem Jahr ja neu an den Start gegangen ist, was wir gemeinsam mit unseren Kunden soziale, kulturelle und sportliche Projekte unterstützen. Genau. Zusammen mit der Jahresabrechnung sollten eigentlich alle Kunden einen Förderherzenbrief erhalten haben, in dem ein spezieller Code enthalten ist für dieses Online-Abstimmungssystem. Genau. Und 500 Förderherzen hat jeder Kunde bekommen und die können dann auf verschiedene soziale Zwecke verteilt werden und wer dann am Ende eine bestimmte Zahl bekommt, auf den teilt sich dann dieses Geld auf, was da zur Verfügung steht. Habe ich das jetzt richtig wiedergegeben? Das war eine tolle Zusammenfassung, Herr Wohllehm, also wunderbar. Insgesamt sind 15 Projekte am Start für unsere Stadt und diese Gelder werden dann am 1. Juni ausgezahlt an die Vereine. Mhm. Und bis zum 30.04. kann man halt die Fördergutscheine noch einlösen. Mhm. Das können wir auch vor Ort am Stand tun, das haben wir alles vorbereitet. Ja, ein besonderer Service für unsere nicht so internetaffinen Kunden, denn sie können dann einfach ihren Förderherzenbrief mitbringen mit dem Code und dann machen sie vor Ort quasi dann betreutes Abstimmen. Genau so ist es, genau. Denn die Förderprojekte sind unterschiedlich stark jetzt auch in der Förderung, die sie bisher erreicht haben. Und da können wir noch ein bisschen unterstützen und was für die Vereine gemeinsam tun. Ja. Genau, also bringen Sie Ihre Förderherzen mit und zeigen Sie Herz für soziale Projekte. Die Stadtwerke tun das, Herr Schöner, dafür brauchen Sie eben die Hilfe der Kunden und es gibt dann auch noch etwas zu gewinnen für die Kunden, die ihre Förderherzen vergeben. Genau, wir haben auch ein Gewinnspiel natürlich voller Energie vorbereitet. Und zwar dreht es sich auch um unser Förderherzprogramm. Und die Frage, die verrate ich hier schon mal. Und zwar geht es darum, wie viel Förderherzen hat jeder Kunde bekommen, um für ein Projekt seiner Wahl abzustimmen. Das wird die Fragestellung sein. Und wer sie richtig beantwortet, kann sich eventuell über einen Gutschein freuen von Schütz und Kruse, einen Essensgutschein beim Restaurant Il Casale, über einen Eintritt im Hansapark und oder in unser Kino für einen Kinobesuch. Also es lohnt sich mitzumachen und nah und mit dem Herzen bei der Stadt zu sein und bei uns. Genau, dementsprechend auch die Preise ganz nah bei der Stadt, genau wie auch die Stadtwerke Wismar. Und Frau Bartsch, ich glaube, das war unsere kleine Vorschau auf die Hanseschau und ich freue mich drauf, dann auf der Hanseschau den Super-Willi wiederzusehen. Natürlich, wir natürlich auch, wenn er immer wieder zum Leben erwacht. Ne? Und wir freuen uns natürlich ganz besonders auf alle unsere Kunden und Interessenten unseres Hauses. Also merken, Halle 2, Stadtwerke und Autohaus Preuß.